Also, im Juni kommt ein Update für Le Mans Ultimate, The Second Stint, Season Plans 2024. Na dann, gucken wir mal. Hello Le Mans Ultimate fans and welcome to the June 2024 Early Access Update. In the 3 months since the game launched in February, the Ich möchte hier ganz kurz mal ein Lob aussprechen, dass wir jemanden vor der Kamera haben und dass wir ein Gesicht zu Le Mans Ultimate haben. Das finde ich sehr schön. Dankeschön an dieser Stelle. Macht die ganze Sache nämlich ein bisschen persönlicher. The team at Studio 397 have been working incredibly hard, bringing 3 patches and 10 hotfixes with more to come. We've moved as quickly as possible to address some of your very helpful feedback. Your assistance is much appreciated. As we continue to work through your feedback, I'm also very excited to say we've had some time to bring you new features. Alongside the already announced free BMW M Hybrid LMDH coming together on June 10th. Das habe ich übrigens gar nicht verstanden, warum der nicht von Anfang an im Lineup drin war. Gut, ist jetzt egal, weil jetzt kommt er for free hinten drauf, was schon mal Schönes. Ahead of this year's edition of the real 24 Hours of Le Mans. Number one, radar. One of the most requested features on our community forums has been a radar. Designed to improve awareness in wheel-to-wheel racing, you will be able to see where opponents are at all times when they appear nearby, both in online and offline modes of the game. Ich sag's, wie es ist, ne? Der ist nicht gefahren in 23. Aha, da haben wir es doch. Dankeschön. Ich finde das super, dass sie so auf das Feedback eingehen, weil das Radar hat wirklich gefehlt. Dann kann man sich nämlich nachher diese ganze Overlay-Sache irgendwann mal klemmen und muss nicht 30 Programme extra starten, was schön ist. The radar fades in and out of focus based on your proximity to other cars and also highlights in yellow then red within your blind spot. Perfect for making sure you stay clean into turn one. Nice. Whether everybody else will stay clean, that I can't say. Aber es wäre schön, wenn wir das auch verschieben könnten. Das wäre schön. Wer einen Radar im echten Leben braucht, fliegt auch ein Airbus. Ach, da haben wir es wieder, weißt du? Die Leute wieder. Aber das ist eine Simulation! Im Real Life haben wir das auch nicht! Ja, sag das mal, Jürgen, mit seinem 720x480 Bildschirm, Röhre, Singlescreen. Hä? Da bist du froh, wenn der sowas hat, weil dann fährt er dir nämlich nicht rein. Weil er nämlich weiß, dass da jemand ist. Es kann halt sich nicht jeder so eine richtig dicken Setups leisten. Und für die Leute ist das fantastisch. Und das ist ja auch cool, dass man das ausmachen und anmachen kann. Ergo, fantastico. In future, the radar will receive updates that focus on the multiclass racing found within Le Mans Ultimate. Oh, geil! Das wäre richtig schön, wenn man denn noch sehen könnte. Oh, das wäre geil. Stellt euch mal vor, die Autos hätten verschiedene Farben. Also es wären nicht alle weiß, sondern wenn jetzt beispielsweise Multiclass-Fahrzeug wäre, ist das dann irgendwie blau oder so? Ui, das finde ich gut. Okay. Improved Race Starts. Oh, geil. Schaffen Sie endlich Ihren komischen, also den wirklich den komischen Start? Improved Race Starts. We've also created a new system for Race Starts. Designed to improve communication to players and reduce the frequency of penalties when unexpected events occur, such as disconnections or incidents. Ooh, players nice. Will be given a visual guide on the track, encouraging them to form up in the correct position. Danke. As the race approaches the start, you'll be given speed warnings to ensure no one gains an unfair advantage. Schön. Number three. Okay, das ist wirklich wichtig und gut. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig und gut, weil die Rennstarts waren großer Chaos immer. Replays and driver labels. Ooh. The ability to look back at your race to see what went well or what went wrong, the carnage that occurred into turn one, who was to blame for the chaos. This is something that we were lacking at launch. We've now added a replay suite so you can look back at your past online and offline adventures. Yeah. Additionally, we're pleased to add in driver labels that can be toggled on and off in replay and live racing mode, giving you more information about the drivers around you. Nice. I particularly like to use this feature to replay my greatest moments or discover who took me out in one of our recent test sessions. Oh, das ist wirklich eine sehr schöne Änderung. Wann, warte mal, wie lange sind wir jetzt draußen? 2 Monate? 3 Monate? 4? Das ist doch cool. Also, das ist doch super. Ich wünsche mir wirklich, also ganz ehrlich, und da kann, also auch wenn ich mal wirklich meine Probleme habe mit LMU, weil ich halt einfach nicht fahren kann, beim bei mir einfach die Auflösung scheinbar immer noch ein großes Problem ist. Ich wünsche mir wirklich so sehr, dass das funktioniert und gut wird. Wirklich. Ich wünsche es mir. Nicht so gehypt wünschen, sondern
Ich wünsche mir das, weil das wirklich eine unglaublich fantastische Grundlage hat. Also das Fundament dieser Sim ist wirklich gut. Es ist wirklich eine fantastische Alternative für Menschen, die kein iRacing fahren wollen, also dann in dem Fall kein LMDH fahren, also sie gerne LMDH fahren wollen und GT3s, GTEs etc. pp., aber nicht so viel Geld ausgeben wollen für iRacing. Und dann ist das wirklich eine fantastische Alternative. Und ich würde mir das so wünschen für die Community, dass sie es machen können. Man kann es jetzt natürlich auch in Automobilista machen, wobei da der Multiplayer ist ja immer so ein Problem. Und man kann das auch in AC machen. Da ist das aber, AC ist schon ein bisschen älter und ein bisschen neuer wäre schon schön. Number 33, Netcode. And finally, we're releasing a new version of our netcode. This is a foundational piece of technology that will support the future development of Le Mans Ultimate. Whilst it's not something you'll be able to see, it will allow us to build on in future updates and eventually allow us to host multi-driver events with more robustness. Oh. LMU is designed to be a real celebration of online racing, integrated with our race control platform, and as such, it's vitally important that this part of the code base is moved forward. 2024 content. As we already mentioned, the BMW M Hybrid LMDH is coming as free DLC to users on the 10th of June, along with the feature updates as a thank you to our early access community. We're also pleased to bring the 2020... Naja, also als thank you würde ich das jetzt nicht verkaufen. Sagen wir mal, es sind essentielle Dinge. ...four liveries for all existing hypercars in this update. As previously announced, the 2024 Season Pass, available to purchase in separate packs, will be coming to you very shortly, with the first pack expected in July, including the iconic Imola circuit. Oh! Imola ist halt wirklich eine meiner Lieblingsstrecken. Ui, schön. Freue ich mich drauf. Mal gucken. Das müsste ja dann fast die... Nee, das müsste dann die aktuellste Imola-Version sein. Cars to be announced very soon. For those of you that are excited to try the GT3 cars, they're expected towards the end of the year, including two free GT3 cars for all early access supporters. Nice. But before then, we're going to be completing the 2024 hypercar grid, as well as some exciting new racetracks. Stay tuned for further updates. Regardless whether or not you purchase the 2024 packs, you'll be able to see and race against the 2024 grid in LMU versus cars not in your virtual garage. Oh, nice. That's cool. Looking ahead, we're very excited to bring this first major update to the game since it launched into early access. We hope you're going to love the features and enjoy the BMW hypercar. Looking further ahead, we're still working on a cooperative mode. It's taking a bit longer. We went back to the drawing board to give this mode more meaning and excitement to players. Mm-hmm. We're still pushing hard to bring this to you as quickly as possible. To some of our most vocal players, VR users, we want to make this more than just a port of what our engine is currently capable of delivering. It needs to be better. We are hard at work on this feature, bringing it into LMU, but we don't have a time estimate for you just yet. We're looking in the shorter term to add ways of playing with friends, communities and leagues, as it's apparent this is something sorely missing. No estimate yet, but it's a top priority. There are many other things I can talk about today, but we'll keep those for another update. Thanks to you all for your support. Keep voting for new features on our official forum, follow our social media pages and join our active Discord community. Enjoy the update to the game and the 24 Hours of Le Mans. It's a great time to be a sports car fan. Ist so. Also kann man jetzt sagen, was man möchte. Ne? Also mal hin oder her, es gibt ja einige Menschen, die wegen Studio 397 nicht so happy sind. Also das kann man auch unter den LMU-Videos relativ häufig sehen. Und ja, R-Faktor 1 und 2 waren jetzt nicht so der Banger. Also ne, gab es schon so seine Probleme. Ich möchte trotzdem nochmal sehr positiv hervorheben, dass sich dort jemand hingesetzt hat. Sie kommunizieren, also die Person kommuniziert mit uns. Du hast die Möglichkeit, dein Feedback abzugeben und es wird umgesetzt. Wie es nachher am Ende aussehen wird, weiß kein Mensch. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich persönlich das sehr, 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 sehr gut finde, dass das so gemacht wird. Ich habe wirklich das Gefühl, und das wird mir hier auch suggeriert, dass sich darum gekümmert wird und dass man gehört wird, wenn man denn seine Kritik äußert beziehungsweise Ideen in den Raum schmeißt. Und das finde ich schön, das finde ich gut. Mal jetzt, wie gesagt, hin oder her zu dem Zustand. Ich sag mal so, andere Spiele waren jetzt auch nicht so der Banger. In der Early Access ACC war jetzt auch, nicht so schön.
Und ich sag mal, das, was wir jetzt hier gerade haben, ist schon 20 Mal besser als ACC, nicht von der SIM her, sondern die Kommunikation mit der Community, beziehungsweise mit den Leuten, die das fahren. Und ich werde das persönlich auch immer wieder testen und reingucken. Also ich freue mich auf Montag, wenn das rauskommt am 10. mit dem BMW, und dann schaue ich mir das mal an. Und dann hoffe ich wirklich, ich bete, dass das funktioniert bei mir. Weil ich möchte, also ich würde so gerne Rennen fahren in der SIM, aber es geht halt einfach nicht. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Freue ich mich drauf.